Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Maria Maltschnig und ich darf Sie im Namen des Karl-Renner-Instituts sehr herzlich zu unserem heutigen Gesprächsabend hier im Radiokulturhaus begrüßen. Heute treffen auf dieser Bühne hier zwei ganz besondere Menschen aufeinander. Beide sind in Wien geboren, sie 1936, er 30 Jahre später und in relativ bescheidenen Verhältnissen groß geworden. Sie, Christine Nöstlinger, gab 1969 dem Mitarbeiter eines Verlags ein Manuskript samt Illustrationen für ein Kinderbuch in die Hand. Der Verlag entschied sich sofort, das Buch, es war die Feuerrote Friederike, genau so, wie es war, zu veröffentlichen. Viele hier werden sich an das Buch erinnern können. Es geht um die unglückliche kleine Friederike, die irgendwann ihre Zauberkraft entdeckt und schlussendlich in ein Land fliegen kann, in dem alle Menschen frei und gleich und daher glücklich sind. Damit begann die Laufbahn einer der bedeutendsten österreichischen Autorinnen der letzten Jahrzehnte. Viele von uns begleiteten ihre Geschichten durch unsere Kindheit. Ihre Werke aufzuzählen würde eine ganze Weile dauern. Es waren Kinderbücher, es waren Mundartgedichte, es waren Kochbücher und vieles mehr. Neben vielen anderen Auszeichnungen, die sie erhalten hat, hat ihr das Karl-Renner-Institut 2012 den Bruno-Kreisky-Preis für das politische Buch in der Kategorie Publizistisches Gesamtwerk überreicht. 2013 veröffentlichte sie eine Autobiografie mit dem weisen Titel »Glück ist was für Augenblicke«. Sie erzählt darin von ihrer Kindheit im Zweiten Weltkrieg und danach, von ihrem Leben als Tochter, Ehefrau, Mutter, vom Schreiben und von der Politik, die sie immer beschäftigt hat. Ein kurzer Ausflug in eine SPÖ-Sektion war auch dabei, er war sehr kurz, aber das ist eine andere Geschichte. Und sie erzählt vom Leben, von der Zuversicht und vom Pessimismus. Er, Christian Kern, ist in Wien-Simmering aufgewachsen. Er war in jungen Jahren schon politisch aktiv und hat den größten Teil seines Berufslebens in der Führungsetage großer Unternehmen verbracht, zuletzt als Vorstandsvorsitzender der österreichischen Bundesbahnen. Er ist seit Mai letzten Jahres Bundeskanzler der Republik Österreich und wurde kurz darauf zum Vorsitzenden der SPÖ gewählt. Im Jänner dieses Jahres stellte er der Öffentlichkeit seinen Plan A für Österreich vor. Ein Programm, wie es am Titelblatt heißt, für Wohlstand, Sicherheit und gute Laune. Auf 145 Seiten legt Christian Kern dar, welche seine politischen Ziele sind. Es geht um die Bekämpfung von Arbeitslosigkeit und die Sicherheit von Polizisten und Polizistinnen. Es geht um mehr Spielraum für öffentliche Investitionen. Es geht um Bürokratieabbau, um die Einführung eines angemessenen Mindestlohns und um qualitativ hochwertige, kostenlose Kinderbetreuung ab dem ersten Lebensjahr und vieles darüber hinaus. Warum haben wir diese zwei Persönlichkeiten eingeladen, heute hier vor uns miteinander zu sprechen? Das Karl-Renner-Institut versteht sich als Forum für den politischen Diskurs. Christine Nöstlinger ist eine sehr politische Frau mit viel Lebenserfahrung, die auch bedingt durch ihren Beruf die Fähigkeit entwickelt hat, ganz genau auf die Menschen zu schauen. Und auch einen sehr klaren Blick hat für die Welt, in der wir leben und für das, was uns als Gesellschaft eigentlich ausmacht und zusammenhält. Und genau das ist es auch, was einen Bundeskanzler der Republik Österreich jeden Tag beschäftigt und was uns hier alle auch besonders interessiert. Bevor ich Christine Nöstlinger und Christian Kern und die großartige Katharina Stemberger, die uns heute durch diesen Abend führen wird, auf die Bühne bitte, gibt es noch zwei organisatorische Hinweise. Es gab sehr großes Interesse für diese Veranstaltung. Wir konnten leider wir konnten viele Anmeldungen nicht berücksichtigen. Deshalb gibt es einen Livestream, damit alle, die über einen Internetzugang verfügen, heute auch hier dabei sein können. Und
draußen, vielleicht haben Sie es gesehen, gibt es einen Büchertisch des ÖGB-Verlags, in dem Sie einige Werke der Christine Nöstlinger erwerben können, was ich sehr empfehle. Und ja, jetzt genug der einleitenden Worte. Ich begrüße Sie mit mir bitte Christine Nöstlinger, Christian Kern und Katharina Stemberger. Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Wir sind ein bisschen verspätet. Der Grund dafür ist, dass die sozialistische Jugend eine Demo abgehalten hat und der Kanzler etwas aufgehalten wurde. Es wurde sofort die Frage erörtert, gegen wen Sie demonstriert haben. Wissen Sie es? Ich glaube, für etwas haben Sie demonstriert, für die Einhaltung von Menschenrechten. Und da ging es um die Versammlungsfreiheit. Ja, das ist ein gutes Thema. Gut. Ich freue mich sehr, es ist mir eine ganz besondere Ehre, wie ich gefragt wurde, ob ich durch den Abend führen möchte, habe ich mir gedacht, ja, es interessiert mich, was die beiden aneinander interessiert und ich hoffe, wir werden in der nächsten Stunde da ein bisschen was erfahren zum einen oder anderen Thema. Wie es um das Motto, den Namen der Veranstaltung gegangen ist, haben wir irgendwie nachgedacht, ja, im Dialog, hat uns eigentlich gut gefallen. Dann haben wir gedacht, ja, wir müssen ja ein Thema, wir brauchen ein Motto. Und sind dann eigentlich zu dem Punkt gekommen, dass Fragen stellen, zuhören und möglicherweise keine Antwort wissen in diesen hektischen Zeiten vielleicht eher ein ganz guter Anfang für ein Gespräch ist. Und das führt mich gleich zu meiner ersten Frage. In der jüngeren Vergangenheit gab es irgendwann einen Moment, wo Sie keine Antwort auf eine Frage wussten? Unentwegt gibt es diese Augenblicke. Ich habe mir ja früher, als ich noch jünger war, war ich ja zumindest überzeugt, dass ich im Alter, also ich habe mir nicht gedacht, dass ich weise werde, aber dass ich mich auf der Welt wesentlich besser auskenne. Ich habe mir gedacht, das ist eine Lebensaufgabe, dass man immer ein bisschen gescheiter wird und die Welt besser versteht. Aber das ist nicht passiert. Ich habe vor 40 Jahren vielleicht ein falsches, aber ein ziemlich festes Weltbild gehabt. Ich habe gewusst, was richtig ist, was falsch ist, was man tun muss, was man nie tun darf. Und das kommt mir eigentlich im Laufe der Jahrzehnte immer mehr durcheinander und abhanden. Ich kann es an einem Beispiel erklären. Vor 40 Jahren hätte ich gesagt, eine Partei, eine politische, ist kein Dienstleistungsunternehmen. Die hat ein Programm zu haben und wem dieses Programm gefällt, der wählt sie. Und wer nicht, der soll halt jemand anderen wählen. Aber man darf von seinen Grundsätzen und Werten nicht abgehen. Das sind zum Beispiel Sachen, die ich heute nicht mehr glaube. Warum nicht? Also ganz kurz gesagt, weil ich keinen Herrn Strache als Bundeskanzler will. Mhm. Wenn man es ist das das richtige Rezept, dass man seine Prinzipien über Bord wirft, um den Herrn Strache nicht als Kanzler zu sehen? Also ich glaube, wenn man keine Prinzipien hätte, dann hätte man auch kein Problem damit, den Herrn Strache als Kanzler zu sehen. Insofern ist das folgerichtig, was die Frau Nöstlinger gesagt hat. Wann haben Sie das letzte Mal oder vor kurzem keine Antwort auf eine Frage gehabt? Naja, das gibt es mehrere Bezugspunkte. Beruflich frage ich mich schon manchmal, was wir da in der Politik machen und ob das wirklich Politik ist, die sozusagen bei den Leuten ankommt und die Probleme löst, für die wir eigentlich angehalten sind, die zu lösen. Also insofern passiert das schon. Ich glaube, jeder Mensch hat im persönlichen, aber auch in seinem beruflichen Umfeld solche Fragen, denen muss man sich so gut als möglich stellen. Aber es gibt manche Rätsel, die lösen sich, wenn man so will, nie auf. Ja. Haben Sie sich's anders vorgestellt? Ja, doch, weil ich davon ausgegangen bin, dass Politik die Veränderung von konkreten Lebensverhältnissen ist.
Und was wir jetzt immer wieder erleben, ist aber so eine Diskussion entlang der Oberfläche, wo die Pointe am Ende die Substanz ersetzt. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum Politik anfällig wird, weil damit wird es beliebig und austauschbar, weil irgendwann einmal spüren die Leute das ja, dass es um wenig geht, außer um die Schlagzeile des nächsten Tages. Und ich muss sagen, was für mich eine Frage ist, mit der ich mich permanent beschäftige, ist, wie heißt das, wie muss man im 21. Jahrhundert die sozialdemokratische Idee neu definieren? Und ich fand ganz interessant in der Biografie von der Frau Nöstlinger, ich habe verstanden, dass Sie ein enges Verhältnis zu Ihren Großeltern hatten. Ja. Wenn ich das jetzt richtig wiedergebe, bitte korrigieren Sie mich. Der Großvater hat gemeint, nach dem Krieg, wenn die Sozialdemokraten regieren, dann ist das Paradies ausgebrochen. Ihre Großmutter hat, glaube ich, darauf geantwortet, erst wenn es wieder Schinkensemmeln gibt und Bensdorf-Schokolade ist das Paradies ausgebrochen. Ich überlege noch, zwischen welcher der beiden Antworten ich schwanke. Aber damals ist es ja wirklich um Substanzielles gegangen. Und mich würde interessieren, wenn man so eine Geschichte erlebt hat, diese Auseinandersetzung, die ich ja teilweise nur aus den Geschichtsbüchern kenne und von den Ahnen, mit denen ich mich sehr intensiv beschäftigt habe, wie man dann sozusagen noch mit diesem Kompass, mit dem man gestartet ist, wie nimmt der dann durch die aktuellen Fragen, die viel volatiler, komplexer, wie man will, geworden sind? Naja, Erinnerung ist natürlich immer etwas Vages. Wahrscheinlich habe ich als Kind das, was mein Großvater sagte, auch noch sehr verklärt. Und das hat den Grund, wenn man in einer Diktatur als Kind in einer antifaschistischen Familie aufwächst und nichts haben darf und merkt, man ist isoliert, dann wird natürlich dieser Traum vom Sozialismus, also Sozialdemokratie, hat er immer gesagt mit einem Z, der wird natürlich dann einfach überhöht, weil man sich ja als Kind an was halten muss. Ich meine, das waren so Sachen, ich hab dürfen keine Nazi-Burg haben, ich hab dürfen nie dorthin gehen, wo die anderen Kinder hingingen. Und das habe ich auch gern getan und war stolz darauf, dass ich anders bin. Aber irgendwie habe ich dann schon braucht eine Utopie, an die ich mich halten kann. Das, sonst hätte ich das nicht so gut durchgehalten. Das, was mich interessieren würde, ich glaube, das hat jeder so dieser Moment, wenn man politisch interessiert ist, es gab irgendwann einen Punkt in der Kindheit oder in der Jugend, wo man merkt, wo man da eigentlich steht. Haben Sie so einen Moment gehabt, wo man sagt, das sind die Dinge, die mir wichtig sind oder dort oder was sind die Werte, die bei uns in der Familie tradiert werden? Weil entweder übernimmt man die oder man stellt sie dagegen. Moment? Ich habe sie komplett übernommen. Und was waren die? Das sehe ich jetzt aus meiner Warte damals, wie ich ein Kind war. Erstens, der Krieg muss verloren werden. Das war einmal oberstes, was ich jeden Tag gehört habe. BBC muss gehört werden im Kabinett vom Opa unter zwei Decken oder sowas. Und das Radio war natürlich zu alt und zu schäbig, als dass das sehr oft geglückt wäre. Und ich habe immer nur den Hintern von meinem Großvater gesehen, der da unter der Decken war. Und ich wollte halt auch immer unter die Decken. War Ihnen klar, wie gefährlich das ist, was da passiert ist? Also eigentlich, ja, einerseits schon. Ich meine, meine Großmutter, die sehr schwerhörig war und daher sehr laut gesprochen hat und dauernd geschimpft hat auf die Nazi-Bagage, da habe ich unentwegt gehört, Frau Goeth, jetzt reden Sie Ihnen nicht um Ihr Leben oder Sie reden Ihnen ja direkt ins KZ ein. Diese Dinge habe ich schon als Kind gehört. Und Sie wussten, was ein KZ ist? Na, und ob ich das wusste, aber das hat wieder andere Gründe, weil bei uns in der Familie ging der Riss, also durch die mütterliche quer durch. Der Bruder meiner Mutter war ein hoher SSler im Führerhauptquartier. Der war natürlich dann auch oft zu Besuch in Wien, weil der hat ja nicht müssen irgendwo zum Militär. Und meine Mutter war so klein, dick, ich glaube 1,60 Meter, er war 1,90 Meter und dünn. Und dann stand er bei uns im Glanze seiner Uniform und hat zu meiner Mutter gesagt, ich bin beim Tisch gesessen, hat etwas gezeichnet. Ich muss gewesen sein, so 6 Jahre, 7 Jahre.
Ella, hat er gesagt, die Juden gehen alle durch den Rauchfang. Und meine kleine Mutter, die ältere Schwester war, hat ihm ein Watschen gegeben. Und das hat mich als Kind also wahnsinnig beeindruckt, wie die kleine Dicke da so nach oben haut. Mir hat sich das gefallen lassen von ihr. Und dann habe ich mich eben erkundigt, warum. Und da hat sie mir das erzählt. Also seit ich 6 Jahre alt bin, habe ich das gewusst. Und von Anfang an habe ich immer gehört, wie im 38er Jahr die Juden den Gehsteig waschen haben müssen mit Zahnbürstel und wie es dann auf ein Lastauto raufgeworfen worden und wegtransportiert. Also das. Ist es Ihnen verständlich, dass es viele Menschen in Österreich gibt, die sagen, sie haben es nicht gesehen, sie haben es nicht gewusst? Nein, das ist mir nicht verständlich. Sie müssen nicht gewusst haben, dass in Konzentrationslagern Menschen vergast wurden, aber dass Menschen 38 wegkamen und dass ihr Hab und Gut billig abgegeben wurde und sie in ihre Wohnungen zogen sind. Ja, was haben sie geglaubt, bitte? Und außerdem gab es ja auch genug Schriftsteller, Kabarettisten und sonstige Leute, Journalisten, die das immer wieder sagten und schrieben. Wie war das bei Ihnen in der Familie? Ich weiß, ich hatte zwei Großmütter. Die eine hat alles gewusst und die andere hat nichts gewusst. Wie war das bei Ihnen? Naja, das ist ja, wenn man wie ich 1966 geboren ist und meine Eltern sind 1928 geboren, die haben das natürlich alles miterlebt. Dann stellst du dir irgendwann einmal die Frage, was war so die Rolle und die Erfahrungen, die die eigenen Eltern gemacht haben. Und dann gibt es immer wieder Erzählungen, aber irgendwann einmal fragt man da auch aktiv nach. Und ich muss dazu sagen, ich stamme eigentlich nicht aus einer politischen Familie, sondern eine glückliche Kindheit gehabt, wie man so sagt, voller Liebe und Zuneigung der Eltern. Es war nicht allzu viel Luxus, aber es war alles da, was ein Kind halt so begehrt. Und Politik war bei uns eigentlich immer eine Nebensache. Aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo du dann fragst, was dann interessant war und für mich dann beruhige. Mein Vater war sehr zurückgehalten, sehr ruhig, der hat schon gar nicht gern über Politik gesprochen. Und der hat auf die Frage, wie war denn das damals, mir erklärt, das Gesindel, das größte Gesindel, das sind die Leute gewesen, die als erstes bei den Nazis waren. Also so hat er das mit einer Angewidertheit erlebt. Und natürlich war das denen damals bewusst, wie da umgegangen worden ist mit Schwächeren, mit den Menschen, die sie genannt haben, mit Juden. Das war für mich, muss ich gestehen, auch eine Erleichterung, das auch so zu hören. Das war im zweiten Bezirk, weiß man, was damals passiert ist. Und die Geschichte meiner Mutter war noch einmal eine andere, weil meine Großmutter hat als Haushälterin für ein jüdisches Ehepaar gearbeitet. Und eines Tages, ich weiß nicht mehr den genauen Zeitpunkt, meine Mutter kann das jetzt auch nicht mehr so genau wiedergeben, 38, 39, 40, ist dann das ältere Ehepaar, mussten auf den Dachboden rauf und sich verstecken. Und meine Mutter war damals eine 12-, 13-Jährige und hat ihnen täglich Essen vorbeigebracht und gelegentlich Wasser. Und die Geschichte geht so, dass dann eines Tages die Gestapo-Leute vor dem Haus gestanden sind und halt dem kleinen Mädel gesagt haben, was tust du da, was machst du da, schleich dich. Und das war ja der Tag, an dem dann nie wieder von dem älteren Ehepaar was zu hören war. Aber der spannende Punkt war, diese Geschichte, meine Mutter ist jetzt 89 und im Alter habe ich gelernt, ist die Vergangenheit oft einmal noch präsenter als vielleicht in den Jahren davor. Diese Geschichte habe ich immer wieder und immer wieder gehört und ich fand es als unglaubliches Privileg, weil bei uns in der Familie war es so, dass die direkte Erfahrung meiner Eltern weitergegeben wurde und ich und meine Schwester haben das immer wieder gehört. Und wir haben ja seinerzeit, als ich bei der ÖBB war, uns dann intensiv mit der Geschichte der Bahn 1938 bis 1945 auseinandergesetzt. Und wir haben uns bemüht, die Lehrlinge damit einzubeziehen, weil wir gefunden haben, das ist auch ein edukativer Ansatz und wir wollen, dass die Kinder, 16-, 17-Jährige, da was mitnehmen. Und ich werde nicht vergessen, den Zeitpunkt, als der Kurator, der die Ausstellung gemacht hat, mit den Jugendlichen da zusammengesessen sind und die haben Artefakte gesucht und gesammelt, also alte Ausweise und was man halt so gefunden hat noch. Und ich habe die dann gefragt, na, was habt ihr eigentlich über die Zeit gelernt, wie seid ihr damit konfrontiert worden? Und das Spannende war, dass die gesagt haben, das ist ihre erste Begegnung mit der Nazizeit.
Und für mich war das erschütternd, weil einerseits haben wir gedacht, okay, das sind, was ist da in den Schulen gewesen? Und andererseits ist es aber auch verständlich, weil die Eltern dieser Jugendlichen, die waren bestenfalls in meinem Alter, also da fehlt dann eine Generation dazwischen des direkten Erlebens. Und das war für mich einer der prägendsten Motive, warum wir dann diese Ausstellung und dieses Buch so umfangreich und großflächig gemacht haben, weil es schon darum geht, sich dieser Zeit bewusst zu werden und zwar nicht aus Verpflichtung gegenüber den Opfern und der Vergangenheit, sondern weil uns das, was über die Welt sagt, in der wir leben wollen. Und das war, wenn man so will, meine persönliche Erfahrung, dass man gedacht habe, ich hatte dieses Privileg durch meine Mutter und ihr Leben und wir leben in einer Zeit, wo diese Kette des Erinnerns abreißt und wir haben nun mal die Verpflichtung dafür zu sorgen, dass das, was die Frau Nöstlinger erlebt hat und gesehen hat, nicht verloren geht. Das heißt, wenn Sie sagen, diese Generation dazwischen, dort springt aber dann die Schule als ganz wichtiges Element ein oder eben nicht, weil es eben viele junge Menschen gibt, die das in der Familie nicht mehr erzählt bekommen und denen man dann kurz gesagt auch Füder zählen kann, weil es die Tradition der Familie nicht gibt. Ich weiß noch, dass Leute, die ein bisschen älter waren als ich, in der Mittelschule oder im Gymnasium wurde irgendwie kurz vor dem Zweiten Weltkrieg war dann immer der Unterricht aus. Und bei mir war es dann schon so, dass es unterrichtet wurde. Und jetzt wieder scheint es aber so zu sein, dass es ganz schwierig ist, diese Erinnerung oder dieses Gedächtnis unseres Landes mit allem, was da dazugehört, mit all der Schuld, mit all der Verantwortung tatsächlich lebendig weiterzugeben. Und Sie haben mir in einem Vorgespräch gesagt, dass Sie glauben, das Wichtigste oder das, woran es so unglaublich krankt, auch bei dem Thema, ist was in den Schulen passiert oder eben nicht passiert. Ja, das ist ja die einzige Hoffnung, die irgendwo man vorstellen kann, dass Leute gebildeter sind, dass dieser mich so erschreckende Ruck nach rechts quer durch Europa, es ist ja nicht nur bei uns so, wie soll man denn sonst aufhalten? Außer, dass die Menschen begreifen, was da eigentlich wählen oder was vertreten. Ich wüsste nichts außer Bildung, wie man dem begegnen kann. Mhm. Mhm. Ich meine, dass Leute zum Beispiel ja auch fähig sind, ein Parteiprogramm zu lesen zum Beispiel. Heute haben wir doch die Situation, dass dauernd nur irgendwo auf einzelne Persönlichkeiten gewartet wird. Ich meine, die können wirklich völlig in Ordnung sein oder nicht in Ordnung, aber es ist doch lächerlich, wenn ich zum Beispiel jetzt nach Deutschland schaue, gut, jetzt ist dieser Schulz-Hype eh schon wieder im Abklingen. Aber abwarten. Ja, ich wünsche ihm alles Gute, ich will ja nicht, dass er abklingt. Aber dass plötzlich, nur weil eine Person auftritt, in den Umfragen eine Partei sozusagen so rasant hochschießt, also ich begreife es einfach nicht. Das sind die Sachen, wo ich sage, je älter ich werde, umso weniger begreife. Sie haben in einem Interview vor kurzem gesagt, dass Sie auf einer Skala von 0 bis 100 80 Meter links neben der Mitte sind. Ja, das war ein komisches Interview. Ich fand das Interview sehr gut. Wo man immer Zahlen und Ziffern angeben hat müssen. Nein, ich fand das ziemlich am Punkt. Und zwei Dinge haben mich dabei interessiert. Das erste ist, und das geht vielleicht auch an Sie, Herr Kern, womit ich so ein Problem habe, ist, was ist die Mitte? Das ist doch irgendwie ein ganz großes Problem, dass eigentlich alle irgendwie gern in der Mitte sein wollen. Aber wer ist dann links? Wieso wollen alle gerne in der Mitte sein? Nein, Sie haben einen Plan A für alle Österreicher. Das war etwas, was ich mir gedacht habe, super, verstehe ich, aber wie geht das? Das heißt aber, dass man unglaublich für alle in der Mitte steht. Und ich wünsche Ihnen wirklich von Herzen Erfolg, aber ich bin mir nicht sicher, ob man es nicht mehr mit den 80 links neben der Mitte probieren sollte. Ja.
Naja, da müsste man jetzt wahrscheinlich länger demoskopisch reflektieren, aber der Punkt ist ja, Politik besteht ja grundsätzlich darin, für die Menschen die Lebensverhältnisse zu verbessern. Und da sagst du ja nicht, das ist jetzt für euch fünf da drüben und ihr sechs da hinten und der Rest leider, ihr braucht sonst nicht über den Weg kommen. Das funktioniert ja so schlussendlich nicht. Aber diese Diskussion, die Sie da jetzt meinen, also ich stehe auch oft vor der relativ ratlos, weil da gibt es ja so Einschätzungen, wer ist links, wer ist Mitte. Ich selbst habe bei einem ähnlichen Test mich auch eingeschätzt, ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Ja, also 81 links. Nicht, ich glaube, ich habe gesagt irgend 20 sowas, ja. Oder so. Irgendwas. Man hat mir es gezeigt, wie Sie da auch zeigen. Aber ich glaube, ich war ein bisschen, also nicht ganz so weit draußen wie Sie. Aber der Punkt ist, die Österreicher empfinden dich so weit draußen. So, jetzt gibt es andere Österreicher heute in den Zeitungen, die sagen, na, die hast total rechts. Die Wahrheit ist, ich glaube, wenn man anfängt, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen, verlierst du jedes Gefühl für das, was du eigentlich erreichen willst. Und deshalb macht es keinen Sinn, darüber viel zu reflektieren, weil diese Zuschreibungen, das sind solche Projektionsflächen. Das glaube ich eh, aber ich glaube auch, das, was die Frau Nösslinger gesagt hat, dann kommt eine Person und man fragt sich, also auch wie Sie angetreten sind letztes Jahr, waren Sie der Heilsbringer, der Messias und wurden wie ein Popstar gefeiert. Und ich fand das cool. Und dann habe ich mir gedacht, aber wie kann man dem erstens gerecht werden und woher kommt das? Und ich glaube, es kommt aus dieser Sehnsucht, dass, und jetzt bin ich nur Bürgerin und Zaungast, Gästin hätte ich schon gesagt, dass man nicht mehr erkennt, was der Unterschied ist. Also Sie haben schon recht, ich glaube, dass die Definitionen manchmal semantische Übungen sind, aber das, was der Willy Brandt sagt, also zahlt sich aus, eine Mehrheit für die Sozialdemokratie zu erringen, wenn man kein Sozialdemokrat mehr ist. Also wie, verstehen Sie, was ich meine? Viele Positionen der SPÖ erlebe ich als, da war ungefähr der Haider vor dem Lichtermeer. Und, Da müssen wir jetzt ins Detail gehen. Das ist eine grobe Beleidigung. Aber, ich will Sie nicht beleidigen. Nein. Ich will nur zum Ausdruck bringen. Ich glaube, daher kommt es, dass diese Sehnsucht nach klaren Positionen, oder vielleicht ist das Romantik, die vollkommen überholt ist? Na, ich kann auch sagen, das ist die Sehnsucht nach einem Führer, bitte. Ja. Und vor allem diese Bequemlichkeit teilweise. Es soll einer machen. Nicht? Und wenn er es gut macht, dann bleiben wir in unserem Hype und dann nach oben. Und wenn es weh, er macht irgendwas schlecht, dann mögen wir nimmer. Also aber sind das nicht auch die Kreisky-Kinder, die irgendwie die so groß geworden sind, der Papa wird schon richten, wir haben Arbeit, wir haben was zum Wohnen, ja, es ist halbwegs friedlich. Der Papa wird schon richten, das hat sich gerichtet gegen eine Schikaria-Schicht. Und die Kreisky-Kinder, wer sollen die sein, bitte? Ha? Ja, naja, es war... Na, aber darf ich noch einen Punkt sagen, weil Sie das, ich glaube, was man sehen muss, ist, ich bin davon überzeugt, also Sie können mir wirklich glauben, diese ganzen politischen Mechanismen, alles das, was damit verbunden ist, dass du jeden Tag in der Zeitung stehst, dass du eine gewisse lokale Berühmtheit erreichst und so, jeder, der das für den Antrieb seines politischen Engagements hält, den sollte man auf seine geistige Gesundheit überprüfen, weil ich kenne die Mechanismen jetzt und weiß, was damit für Unerquicklichkeiten auch verbunden sind. Also ist einmal das eine. Das zweite aber ist, du machst das ja nicht, weil du Wahlen gewinnen willst. Das ist sicherlich für manche fürs Ego das Wichtigste, ganz zweifellos. Ich glaube, dass aber progressive Politiker und Parteien immer zwingenderweise auch einen anderen Anspruch haben müssen. Und der heißt nun mal, möglichst etwas zu hinterlassen und die gesellschaftlichen Verhältnisse zu verändern. Und jetzt haben Sie den Willy Brandt zitiert und haben über Kreisky geredet. Ich bin ein großer Anhänger des Helmut Schmidt, ich gebe es ehrlich zu. Der hat einmal den Satz gesagt, natürlich braucht man Idealismus, um die Welt zu verändern und den Menschen zu helfen. Gleichwohl, ohne
pragmatischen und Realitätssinn wird es auch nicht gehen. Das war ein Zitat von dem Helmut Schmidt und der springende Punkt ist, ich bin ja auch der Meinung, die österreichischen politischen Verhältnisse brauchen mehr Klarheit. Deshalb habe ich ja vorgeschlagen, ein Mehrheitswahlrecht einzuführen, weil das, was wir jetzt in Österreich erleben, endet zwingenderweise immer im Kompromiss. Das ist so. Und noch dazu mit einer politischen Partei, die so wie die ÖVP doch sehr, sehr anders als die SPÖ tickt, würde ich einmal meinen. Von ihrer ganzen Struktur, von den Lobbys, die dort befriedigt werden, von ihrer Art und Weise, wie sie auch ihr Menschenbild, wenn man so will, definiert. Und das macht am Ende dann die Situation, dass du halt versuchen musst, die Kompromisse zu finden. Aber ich habe gesagt, wir brauchen in Österreich eine Richtungsentscheidung, wir brauchen diese Art von Klarheit. Und ich denke schon, dass wir an vielen Punkten herausarbeiten können, wo die Unterschiede sind. Bedauerlicherweise ist das, was wir da konkret tun, etwas, was einen längerfristigen Wirkungshorizont hat, als das, was an Überschriften auf die Projektionsfläche geschrieben werden kann. Ich will jetzt nicht den heutigen Tag schildern, aber ich kann Ihnen das anhand von mehreren... Kann man vorstellen, der war sportlich. Ja, der war im Grunde erfolgreich. Im Grunde. Ich sage jetzt nichts über die Demonstration heute Abend. Gut, das ist wieder was anderes. Ja. Okay. Ja. Und Sie sagen, Frau Nöstlinger, Sie beobachten das, Sie haben Sie gedacht, Sie verstehen und jetzt verstehen Sie ganz viel nicht mehr. Können Sie ihr helfen, Herr Kern? Das ist... Ja, also ich würde vorschlagen, die Frau Nöstlinger erklärt das den Gegenstand ihres Unverständnisses und dann versuche ich eine Antwort zu geben. Gut. Ja, das habe ich ja eh schon ungefähr erklärt, was ich nicht verstehe. Nämlich, wie eigentlich verstehe ich mich selber nicht mehr. Nicht? Meine früheren Vorstellungen, meine früheren Meinungen, die kommen mir abhanden. Daher verstehe ich also gewisse Dinge nicht. Zum Beispiel eben, wenn ich dann gefragt werde, ob ich 80 oder 100 Meter oder 50 Meter von der Mitte nach links stehe, weiß ich ja heute gar nicht mehr, was ist denn ganz links. Vor 30, 40 Jahren habe ich das anhand meiner älteren Tochter gewusst, ja. Dass die Maoisten noch ein Stück linker sind wie die Trotzkisten und dass ich und mein Ehemann Büttel der Bourgeoisie sind und solche Sachen. Damals habe ich mich auskennt. Mhm. Aber das finde ich... Das finde ich ja sehr gut, um einen Punkt zu sagen. Ich habe ja mit Interesse die Interviews der Sarah Wagenknecht gelesen, ja. Der Vorsitzenden von der Linken. Und wenn ich der ihre Vorschläge zur Flüchtlingspolitik vergleiche mit jener vom Herrn Seehofer von der CSU, dann ist der ein super mega-liberaler der exzessiven Weltkamp-Refugee-Fraktion. Also insofern stellt sich die Frage ja. Wirklich berechtigt. Ja. Und bei solchen Dingen kenne ich mich halt nicht mehr aus. Nicht? Sie haben mir erzählt, dass Sie bei sich am Markt im 20. vor der letzten Wien-Wahl einkaufen waren. Das ist eine Zeit lang her, ja. Und da hat Sie ein Herr freudig erkannt hat zu Ihnen irgendwie also, sinngemäß... Er hat mich nicht freudig als Frau Nöstling erkannt, sondern als Bio-Wienerin. Nicht? So, und am Hannover-Markt, wo ich wohne, da sieht man das ja eher selten, nicht? Und er sieht mich so und schaut mich an und nickt so und sagt, naja, am Sonntag kann man ja nur anwählen, gell? Und ich sage, ja, in Häupl. Er reißt den Mund auf, damit hat er nicht gerechnet. Und dann sagt er, na, ein Strache. Und ich sage, na, was glauben Sie, dass der besser macht? Er schaut mich wieder an und sagt, na, nix. Aber den anderen gehört er watschen. Und bitte, ich meine, es hat ein Mensch, man kann zwar schimpfen, so wie ich, über unser Schulsystem und dass das seit 50 Jahren nichts geändert hat und dass eine Gesamtschule her muss und ein verschränkter Unterricht und was Gott was, alles noch. Aber eine gewisse Bringschuld haben auch die Leute. Und irgendwann denke ich mir dann oft, also so blöd. Muss man auch nicht sein. Nicht? Ja.
Gehören Sie zu denen, denen man eine hauen muss? Und vor allem, wie geht es einem? Wie geht es einem, wenn das die Aus. Oder ich versuche mir, ich denke mir, dass das wahnsinnig schwer ist. Wie gehe ich mit dieser Gruppe um, die voller Zorn ist? Die sind keine Strache, sondern Rachewähler. Wie geht man mit so einer Gruppe um? Wie kann man der begegnen? Weil das Niveau der Unterhaltung ist nicht so hoch. Naja, das ist ein interessantes Phänomen, aber erstens möchte ich betonen, mir ist jeder Wähler und jede Wählerin lieb und teuer. Ich hätte gern möglichst viele davon und auch jene, die FPÖ zuletzt vielleicht gewählt haben. Aber die Auseinandersetzung ist natürlich in der Tat genau die, was die Frau Nöstlinger gesagt hat. Ich habe das so oft erlebt, wenn du mit den Leuten sprichst und dann sagst, warum wählt sie die eigentlich? Ich bin letztens in Vorarlberg in einem Wirtshaus gesessen, in Nenzing, irgendwie, es war fast Mitternacht und das ist noch Stammtisch und setze mich zu den Leuten und das ist eine blaue Gemeinde. Und sagt dann den einen Kollegen, der war Lkw-Fahrer, und sagt dann, warum habt ihr die eigentlich gewählt? Und es war wieder genau die Antwort, die sie gesagt haben, ja, haben sie eigentlich eh recht, wir wissen es auch nicht so genau, aber die anderen wollen wir halt nicht mehr. Mit mir waren es da gerade auf du und du, ich habe auch eine Runde Bier zahlt, also insofern hatte ich einen Startvorteil, ohne dass das jetzt ein Präjudiz ist, dass ich die jetzt in unser Lager gezogen habe, das ist mir schon bewusst. Die fallen wieder schnell vom Fleisch vielleicht oder vom Apfel, vom Stamm. Nein, aber das ist genau der Punkt, den wir erleben. Und du hast eine Auseinandersetzung, wo halt in Wahrheit leider diese Auseinandersetzung um, wie spiele ich die Ärmsten gegen die Allerärmsten aus, so beliebt geworden ist. Weil der springende Punkt ist, das, was da dann wieder hochkommt, Flüchtlinge und so weiter, das verbessert ja die Lebenssituation von den Leuten nicht im geringsten, sondern in Wahrheit ist ja die Diskussion zu führen, wie gibt es das, dass Großkonzerne ihre Steuerschulden nicht zahlen. Wir haben das jetzt bei den Banken erlebt. Und wenn ich grantig wäre in den seiner Lebensposition, soziologisch korrekt, müsste ich angefressen sein auf die Vorstandsvorsitzenden der großen europäischen Banken und nicht auf den, der da nach Syrien, nach Österreich gekommen ist und eh nicht weiß, wie er richtig über die Runden kommt. Aber das ist das Phänomen, mit dem wir uns auseinanderzusetzen haben. Und ich glaube, es ist schon ein entscheidender Punkt zu sagen, wir versuchen die Dinge positiv für die Leute zu verändern. Da bist du aber beim Problem und insofern darf ich vielleicht doch den heutigen Tag und den gestrigen zitieren. Wir reden über Projektionsflächen und Oberflächendiskussionen. Heute haben wir zum Beispiel beschlossen, eine Neuordnung der Privatinsolvenz in Österreich. Nach 3 Jahren sollst du dann die Entschuldung beenden können. Warum ist mir das so wichtig? Ich habe mit Schuldnerberatern geredet. 4-mal so oft sind Frauen davon betroffen, von übernommenen Bürgschaften als Männer. Was da passiert, ist ein Vorgang. Ein junges Paar lernt sich kennen, die sind verliebt, kaufen sich ein Haus gemeinsam oder eine Wohnung, haben Kinder, Liebe geht auseinander, der Mann ist weg, die Frau ist zurück mit den Schulden, mit den Kindern, ist in einer elenden Lebenssituation. Konkrete Interventionen in Lebensverhältnisse heißt, heute haben wir einen Weg gefunden, wie wir diese Leute aus dieser Schuldknechtschaft schneller zurückholen können. Banken haben lange interveniert, haben das dann aber auch am Ende eingesehen, dass wir das wollen. Oder die Geschichte mit Arbeitslosigkeit. Der größte gesellschaftliche Skandal nimmt den Menschen ihre Perspektive, nimmt ihnen Würde. Wir Sozis waren immer schon der Meinung, die größte Herausforderung, anhand der wir uns definieren. Wir sehen jetzt, die Jugendarbeitslosigkeit geht dramatisch zurück, das ist positiv, aber wir kriegen ein Problem bei den Älteren, weil deren Wissen und Kompetenz am Arbeitsmarkt immer mehr gefragt ist. Und jetzt kannst du sagen, okay, der Markt wird das schon irgendwie richten. Wir müssen die Steuern senken und dann werden diese Leute schon wieder Chance kriegen. Wenn du mit denen redest, hunderte Bewerbungsschreiben, keine Antworten, das ist ein Alltag. Und was wir jetzt da vorgeschlagen haben zum Beispiel, ist ganz konkret zu sagen, wir schaffen 20.000 zusätzliche Jobs, damit die Leute wieder in die Beschäftigung kommen und in den Kreislauf zurück. Das tun wir Punkt für Punkt. So, jetzt muss ich Ihnen das erzählen. Ich bin davon überzeugt, von all dem, was ich jetzt gesagt habe, haben Sie wahrscheinlich noch keine Notiz genommen. Sehr wohl, doch, aber ich habe alle Ihre Reden der letzten Zeit gehört. Danke. Ich weiß es. Sehr gut, das sind Sie die Ausnahme. Sehr wohl, aber hast du dann irgendwie permanent diese Überschriften über irgendwelche Nebensächlichkeiten, die in den Lebenswelten der Leute keine Rolle spielen, aber, außer dass sie den Neid schüren? Natürlich, aber es funktioniert so, der Zankapfel sind dann 50 Minderjährige, ob die jetzt kommen oder nicht, oder ob, ich weiß nicht, eine Handvoll armer Afghanen abgeschoben werden. Und ich mit Hausverstand frage mich dann immer, ja, und macht es das Land sicherer, besser? Hat irgendjemand mehr? Es ist, in der Schule würde drunter stehen, Themenverfehlung.
Und es tut mir so leid dann auch, dass das, weil ich nehme sie als einen unglaublich emsigen und unglaublichen Arbeiter wahr, der sich tatsächlich ernsthaft diesen Fragen, um die es da auch geht, stellt. Aber es sind dann 2, 3 Headlines und das ist das, worum es geht. Und ich frage mich, ich weiß nicht, es muss offenbar, es geht nur mehr um Pflaster und Überschriften und in die Tiefe zu gehen. Diese Diskussion ist offenbar schwer, hat es mit der Schnelllebigkeit zu tun, hat es mit den Medien zu tun? Sind die Leute so oberflächlich oder alle in Panik? Was ist das? Was ist jetzt die Frage? Warum? Nein, was ich wissen will, ist, warum wir nur immer über Überschriften reden und das, was der Herr Kern gesagt hat, nämlich thematische Sachen abzuhandeln, da ist kein Platz, da ist auch keine Aufmerksamkeit. Warum das so funktioniert? Naja, Sie haben jetzt gerade vorher 50 Flüchtlinge erwähnt. Das ist natürlich was, was die Menschen so oder so, je nachdem, wie sie eingestellt sind, schon sehr beschäftigt. Das ist kein nebensächliches Thema, aber an 50 wenig sind. Und wann das Ganze lächerlich ist. Aber es ist halt das Thema Nummer eins, wenn man also mit durchschnittlichen Wiener, ich kenne nur Wiener, anders im Land treibe ich mich nicht herum, redet, sind es immer wieder, kannst du nicht einmal Flüchtling, sagst du, die Ausländer. Ja. Bitte, wo kann man da gegen die Ausländer unterschreiben? Nicht? Und Sie wohnen in einem Bezirk, wo Sie viele Ausländer haben, wie Sie mir erzählt haben. Ja. Wobei, wissen Sie, was mein Punkt ist? Entschuldigung, ich unterbreche, aber pardon, ich wollte Sie nicht jetzt stören. Aber was für mich schon ein Punkt ist, ich glaube, du musst unterscheiden zwischen dem, was die Menschen als ihre Sorgen empfinden und das, was ihnen eingeredet wird, was ihre Sorgen sein sollen. Und da muss man jetzt schon eins ganz klar sagen, es gibt politische Kräfte in Österreich, und das ist nicht nur die FPÖ, die sozusagen ein Thema haben, das für sie ganz wichtig ist, dass das jeden Tag aufs Neue diskutiert wird. Nämlich das ist, Ausländer, Flüchtlinge sind schuld, wenn wir die nicht mehr hätten, wäre es besser. Und dann gibt es auch noch die Ausprägung, Sozialstaat ist schuld, deshalb wollen wir kein soziales Europa haben, weil das wird alles viel zu teuer. So, weg damit, dann geht es uns allen besser. Das ist der Diskurs, der geführt wird und der auch bewusst geschürt wird. Das ist, wenn man so will, aus der Strategieküche der Politik, ja, wenn ich ein Thema habe, wo ich mich profiliert habe, dann sorgt dafür, dass permanent darüber diskutiert wird. Ich bin davon überzeugt, dass das den Lebenswelten der Leuten einfach nicht entspricht, weil natürlich ist Sicherheit ein großes Thema. Dem musste ich stellen. Das ist auch ein sozialdemokratisches Thema, weil wir brauchen einen starken Staat, weil einen schwachen Staat können sich nur die Reichen leisten, wenn man so will. Aber der eigentliche Punkt ist, wenn du dann schaust, was die Leute bewegt ist, warum muss ich auf ein CT und MRT warten, wenn ich eine Krebsdiagnose habe, teilweise bis zu 8 Wochen zum Beispiel. Wie ist das möglich, dass wir in Österreich Jobs haben, wie Gehilfinnen zum Beispiel von, in dem Fall Rechtsanwälten, habe ich eine Dame getroffen, letztens die 1200 Euro brutto verdienen. Wie ist das möglich, dass ich als 50-Jähriger keinen Job mehr habe? Wie ist das möglich, dass wir in Österreich ins Bildungssystem viel Geld investieren und am Ende sehen wir, dass der soziale Aufstieg in unserem Bildungssystem fast nicht möglich ist, dass wir eines der Länder sind, wo in Wahrheit du deine Bildung und deinen Lebensstatus und Perspektive erbst. Das sind die Themen, die, glaube ich, relevant sind. Und ich erlebe das immer wieder in den Diskussionen mit den Leuten, dass das so ist. Unter uns gesagt, ich sehe das auch in den Umfragen. Aber daneben gibt es einen politischen Mainstream, der permanent sagt, nein, es sind die Ausländer, nein, es sind die Flüchtlinge. Wenn wir das Problem nur irgendwie aus der Welt schaffen, dann haben wir schon gewonnen. Und das ist, glaube ich, ein Punkt der Auseinandersetzung um die Köpfe und um die Hegemonie in dem Land. Über welche Themen wollen wir da eigentlich reden, die uns so schlecht gelingt? Und da muss man ganz ehrlich sagen, ich will jetzt keine Journalisten bezichtigen, weil die sind ja auch nur ein Resonanzboden der Politik. Aber wenn ich mir dann anschaue, welche Themen wir da besprechen, wie wir uns immer wieder sozusagen an der nächsten Schlagzeile des nächsten Boulevardmediums orientieren, dann glaube ich, ist das abgehoben von der Weltrealität. Und Van der Bellen hat auch gezeigt, dass man mit einer anständigen Vorgehensweise auch Wahlen, und zwar deutlich in Österreich, gewinnen kann. Deshalb mache ich mir gar nicht so sehr Sorgen über die nächsten Wahlen, aber Sorgen darüber, ob wir überhaupt unsere Zukunftschancen wahrnehmen, weil wir über die falschen Themen möglicherweise diskutieren. Und Frau Röstlinger, wenn Sie sagen, das ist eines der Hauptthemen für die Wiener, und das soll man auch nicht kleinreden, und Sie leben in so einem Brennpunkt, wo es
wie man sagt, die Ausländer, sind dort viele Ausländer. Was beobachten Sie und was sagen Sie den Menschen, wenn sie beunruhigt sind? Oder wie ist das? Wie Sie haben mir erzählt von dieser türkischen Familie, wo die Großmutter und die Tochter im Wallahar sind und die Enkelin fest mit dem Kopftuch. Ja, es gibt da natürlich am Hannovermarkt, kann man hin und wieder beobachten, junges türkisches Mädchen mit sehr viel Kopftuch und ganz kurzen Jeansjackerl und Hüfthose und das, was man Arschgeweih nennt, schaut hinten. Sie sind noch, bestens informiert, ja. Schaut hinten noch ein Stück raus. Also das sind Einzelfälle. Ich meine, die wirklich frommen jungen Türkinnen, die erkennt man ja sowieso an der Kleidung, das sind die mit den langen Mänteln, die da so drei Quetschfalten und da so leichte Puffärmeln haben. Nicht? Aber ich rede, also man, mit diesen Wienern, die also sozusagen, nennen wir es rechts stehen oder nennen wir es FPÖ-Wähler, mit denen rede ich ja nicht viel, außer sie reden mich an, das ist Hopfen und Malz verloren, bitte. Was soll ich mit ihnen reden? Und ihre Ängste, bitte. Also da gibt es rationale Ängste, die hat der Herr Bundeskanzler gerade beschrieben, und dann gibt es irrationale. Und ich kann irrationale Ängste, die soll man ernst nehmen? Ja, bitte, wenn ich Psychotherapeut bin, dann muss ich die irrationalen Ängste meiner Klienten ernst nehmen. Aber ich kann nicht ernst nehmen, wenn mir irgendjemand in einem Supermarkt, das ist ja nicht gerade am Hannovermarkt, aber in der Umgebung, lauter Blödsinn erzählt, den er oder der Nachbar hat aus dem Internet, lauter Sachen, die nicht stimmen. Da sind Sachen im Umlauf, wie jeder Flüchtling, der kommt, kriegt einmal 2000 Euro, erzählt mir irgendwer. Oder lauter so ein Blödsinn. Mehr wie, das ist nicht wahr, kann ich ja drauf nicht sagen. Und wenn ich sage, das ist nicht wahr, dann wendet sich der ab, weil er will ja nur Bestätigung und er will ja nicht irgendwo eine Aufklärung. Was macht man da, wenn Sie sagen, Sie wollen keinen einzigen verlieren? Wo setzt man da an? Also naja. Nämlich diese, ich denke mir, die... Na, bei seinen die Geschichte, Kindern. Bei den Kindern, aber die, es ist ja immer, was für eine Geschichte wird erzählt und wie gut wird sie erzählt. Und ich finde es ja faszinierend, dass auf der einen Seite funktioniert hat, We Make America Great Again, und Yes We Can hat genauso funktioniert. Das heißt, es geht um die Überschrift und alles, was man drunter an Geschichte anhängt. Ich bin auch, wie die Frau Nöstlinger, oft ratlos. Wie geht man mit diesen falschen Infos um? Ja, aber offen gesagt, das ist natürlich schwierig, weil du kannst ja nur versuchen zu kommunizieren. Und das ist gerade bei Facebook ein spannender Punkt. Wenn wir versuchen, irgendwie eine Programmatik dort zu erklären, ist das eine, wenn es ein Selfie mit dem Marcel Hirscher gibt, dann explodiert, oder noch besser mit dem Arnold Schwarzenegger, habe ich gelernt, dann ist wirklich so, bin ganz überrascht gewesen, aber gedacht, der Marcel ist in der Hierarchie höher angesiedelt mittlerweile. Nix gegen den Schwarzenegger, ist ein toller Typ, muss man schon sagen. Wenn man den persönlich kennenlernt, ist eine interessante Figur. Kein Terminator in Wahrheit, wenn ich mir das erlauben darf. Aber der springende Punkt ist, du kannst nur versuchen, die Dinge abzuarbeiten, richtig zu machen, so gut als möglich zu erklären und darauf zu setzen, dass die Leute mitbekommen, wer ernsthaft sich engagiert in ihrem Interesse und wer nicht. Ehrlich gesagt, ein besseres Rezept ist mir auch noch nicht eingefallen, und wir werden bei dem Kurs bleiben und werden das versuchen, so viel als möglich Fortschritte zu erreichen, Probleme zu lösen, die Welt in dem Sinne etwas besser zu machen für die Leute und dann diese Geschichte gut erzählen. Weil am Ende, glaube ich schon, vielleicht nicht bei der nächsten Wahl, aber diese Inhaltlosigkeit, die dekuvriert sich, die wird irgendwann einmal greifbar und diese Phänomene verschwinden, und am Ende braucht Substanz. Deshalb bin ich auch der Auffassung, dass, wie Sie richtig gesagt haben, die politischen Parteien am Ende nicht verschwinden werden, weil diese ganzen Personenkomitee-Fantasien, wo ich dann einen Superstar mir wähle und sage, jetzt glauben wir alle, der hat irgendwie den Zauberstab eingepackt und kann alles ändern, am Ende ist es schon ein Fundament aus Werten und Haltungen, das Menschen verbinden muss. Und ich denke, perspektivisch wird sich das durchsetzen. Und da bin ich auch gar nicht unoptimistisch für die sozialdemokratische Idee. Das sieht man ja auch bei dem Martin Schulz theoretisch.
Sie sagen, die Kinder, und die Kinder geht's. Sie haben über Generationen mit ihren Büchern, also ich kann nur für meine Generation auch sprechen, das war eine Revolution, dass man so auf Teenager, auf das Umfeld von Teenagern und Kindern schaut. Das war ja revolutionär, weil sie viele Tabus gebrochen haben auf der einen Seite, habe ich immer das Gefühl gehabt. Und es waren auch anarchistische Figuren. Sind Sie anarchistisch, nein. Frau Nöstlinger? Nein, ich bin nicht anarchistisch. Nein? Nein. Aber Ihre Figuren sind es immer wieder. Aber nein, das ist doch nicht wahr. Welche Figur zum sind Beispiel? Sind die einfach frech, dürfen die Dinge machen, die... Also ich hab mir auch immer gedacht, dass immer dort, wo es dann schwierig wird, gibt es einen zauberhaften Ausweg. Und habe mich immer gefragt, ob das für Sie auch so ist. Und Sie sagen nein. Haben Sie die Figuren von der Frau Nöstlinger? Außerdem gibt es nicht immer einen zauberhaften Ausweg. Bitte? Es gibt bei mir nicht immer einen zauberhaften Ausweg, wenn es schwierig wird. Dagegen verwahre ich mich. Okay. Es gibt sogar ganz relativ miese Ausgänge. Also ich habe wirklich nicht immer ein Happy End. Ich mag ein Buch, was ganz trostlos endet. Das würde die Kinder nicht zumuten. Aber ansonsten gibt es sehr viel, was nicht sehr gut endet. Aber nahe am Leben immer war. Ja, das will ich hoffen. Ich meine, was ist denn Literatur? Egal, ob man das für Erwachsene oder für Kinder schreibt. Das ist, wenn man es ganz simpel sagen will, ein Stück Welt in Sprache umgesetzt. Und da kannst du nicht lügen und da kannst du, sonst schreibst du einfach einen Schmarrn. Nicht? Aber dieses Stück Welt in Sprache umsetzen musst genauso für die Kinder, wie du das als Autor für Erwachsene auch tun musst. Mhm. Erstens glauben das sonst die Kinder nicht und dann vor allem, die leben ja auf der gleichen Welt wie die Erwachsenen. Die sehen ja, was los ist. Nur oft können sie es noch nicht so formulieren. Nicht? Sie haben gesagt, Sie haben das Manuskript von der feuerroten Friederike gehabt und haben das an einen Verlag geschickt. Und ein Punkt dran, den fand ich faszinierend, dass Sie in der Biografie schreiben, Sie, wenn der das nicht genommen hätte, Sie wären zu keinem zweiten gegangen. Nicht, nein. Also, haben wir ein Glück, dass der es genommen hat. Aber warum nicht? Naja, weil ich damals... Also ich bin in ein Gymnasium gegangen, ich bin auf die Akademie für angewandte Kunst gegangen, ich war fertige Grafikerin, ich war wahnsinnig schüchtern, ich habe nicht gewusst, wie aus ich da anfangen soll. Die Zeiten waren auch nicht so rosig, dass man gleich einen Job gekriegt hat. Dann habe ich halt in meiner seelischen Verwirrung das dann, was man damals getan hat, ich bin schwanger geworden und habe geheiratet. Ja? Und wie man das in Wien so sagt, das heißt, ich habe mich ins Leo gestellt. Ich kann halt nicht, habe gerade ein Baby. Aber ich habe mich ja nie zur Hausfrau entworfen, sozusagen. Jetzt, ich wollte das auch nicht machen. Ja, ich habe recht gern gekocht, aber sonst gar nichts. Aber ich habe mir dann einfach nichts mehr zugetraut. Dann war ja auch dieser Circulus Vitiosus, hast ein Kind, kannst nicht arbeiten gehen, weil du einen Kindergartenplatz brauchst. Kindergartenplatz, damals hat man keinen gekriegt, wenn man nicht gearbeitet hat. Also es war eigentlich völlig unmöglich. Dann habe ich es eine Zeit lang versucht mit so einem privaten Kindergarten. Naja, in der Früh, ich meine, meine Tochter mit 1,5 Jahren, dann musste sie noch am Topf gehen. Dann ist der Topf umgefallen, dann hat man es wieder neu ausziehen müssen. Dann bin ich ins Pressehaus, wo ich gearbeitet hätte sollen. Eine halbe Stunde spät gekommen, na, da haben alle best geschaut. Also es ging nichts. Und das habe ich mir dann auch nicht mehr zutraut. Und dann bin ich halt daheim gesessen und habe gerade noch
da ich ja Grafik studiert habe, dieses Bilderbuch gemacht. Aber wenn mir das der Verlag nicht genommen hätte, hätte ich mir gedacht, na, das kannst du auch nicht und hätte es bleiben lassen. Aber irgendwas auf längere Sicht hätte ich sicher gemacht. Also ich bin nicht so ein Mensch, der in der Depression versunken wäre. Aber das mit dem Schreiben hätte ich halt nicht probiert. Ich habe ja die ganze Schulzeit über mit Schreiben nichts am Hut gehabt. In meinem Maturazeugnis prunkt zwar in Mathematik und in Physik sehr gut bzw. sehr gut, aber in Deutsch ja genügend. Es hat mich auch nicht interessiert. Lag ziemlich am Deutschunterricht. Also ich kann heute nur im Schlaf alle katholischen Autorinnen von Gertrud Lefort bis Roswitha von Gandersheim aufsagen. Also es war nicht so das Wahre. Und wie ich einmal bei einer Schularbeit über George Bernhard Shaw irgendwas geschrieben habe, wurde meine Mutter in die Schule beordert, dass die Tochter etwas liest, was ihr nicht ihrem Alter entsprechend ist. Ja. Nur hat meine Mutter leider überhaupt nicht gewusst, wer George Bernhard Shaw ist. Ja. Und das heißt, so diese... diese Sachen wie Selbstverwirklichung und Beruf und solche Dinge, die standen nicht nur nicht im Raum, sondern waren auch zu der Zeit nicht Thema. Na, sie standen schon im Raum, sonst hätte ich mich ja nicht hingesetzt und dieses Kinderbuch gemacht. Aber mit der Absicht, das als Beruf zu ergreifen? Na, mit der Absicht, endlich einmal etwas zu tun, was was anderes ist, wie diesen Mini-Haushalt aufräumen und Fenster zu putzen und Kindern den Hintern abzuwischen. Also ich wollte schon, ich habe mir damals nicht vorgestellt, dass ich 150 Bücher schreiben werde, aber es hat schon was mit Geld verdienen zu tun gehabt. Und mit Selbstbestimmung, die damit einhergegangen ist? Im Sinne von selber ein Geld haben und... Das ist ein zu großes Wort, die Selbstbestimmung. Wenn du ein Buch schreibst, hast du ja auch nicht viel Geld und kannst dein Leben ja auch nicht selbst bestimmen. Ich meine, damals sind Bücher gedruckt worden in einer Auflage von 2000. Wenn du dann 10% dann jemand gekriegt hast, also das war wirklich nichts, wo man... Selbstbestätigung in dem Sinn bekam. Ich habe einen Preis dann dafür gekriegt, natürlich in Deutschland, nicht in Österreich. Und ja, die Zeiten damals waren, heute kriegt man auch in Österreich einen Preis. Aber ich habe dann jeden Zipfel einer Möglichkeit ergriffen. Ich habe im Hörfunk gearbeitet, ich habe für Zeitungen geschrieben. Damals gab es in der Arbeiterzeitung noch eine Frauenseite, auf der habe ich dann geschrieben. Ja. Was haben Sie denn da geschrieben? Zu welchen Themen? Na, Frauenthemen. Ja, aber was war das damals? Ich kann mich nicht mehr so erinnern. Ich weiß nur, dass einmal sie zwei Bezirksschulinspektorinnen aufgeregt haben, weil ich geschrieben habe, das komische Häkelding, was mein armes Kind da in der dritten Volksschule einen Pompadour hat häkeln müssen und in Schweinsrosa. Und ich habe halt geschrieben, das ist wirklich sinnlos, welches Kind geht mit einem selber gehäkelten rosa Pompadour durch die Gegend. Und ich habe geschrieben, aber man kann den Knoblauch gut aufbewahren drin. Das trug mir also... die Rüge dieser Bezirksschulinspektorinnen ein und die Redakteurin, ich glaube, die hat geheißen Bruni Misakian, ja, die hat mir halt gesagt, ich soll mich beherrschen und nichts schreiben, was eine SPÖ-Bezirksinspektorin auf die Palme bringt. Sie sind einmal vor einem
vor einem Sektionsbüro gestanden. Das hat die Maria vorher erwähnt. Haben gelauscht und dann sind sie wieder gegangen. Ja, ich war 14 Jahre alt und wollte endlich also mein ganzes politisches Bewusstsein in die Tat umsetzen. Und da wollte ich gehen zu den sozialistischen Mittelschülern. Und da habe ich mich am Weg gemacht, Werdertorgasse. Ja. Dann bin ich in so ein Haus, ich glaube, im vierten Stock raufgegangen. Und ich war ja wahnsinnig schüchtern. Und da war, auf der Tür ist eben gestanden, sozialistische Mittelschüler, die war VSSDÖ, also die waren dort alle. Und da hörte ich Gelächter und die haben sich da drin irgendwie unterhalten. Und ich habe mich einfach nicht reingetraut. Ich bin da zeitlang vor der Tür gestanden. Ich war ja ganz selten im ersten Bezirk und das Haus hat mich schon sehr beeindruckt mit dieser großen weißen Flügeltür. Und dann, was sage ich da, wenn ich die Tür aufmache und da stehen Menschen und ich soll dann sagen, also dann bin ich wieder gegangen. Dann habe ich es meinem Papa erzählt. Mein Papa war im Alter, also er war nicht sehr alt, aber er war ein ziemlicher Zyniker dann schon. In seiner Jugend hat man wegen zu Linkslastigkeit aus der sozialistischen Jugend gehaut vor 34 und weil er eben 34 da mehr wollte, als tatsächlich passiert ist. Und er hat gesagt, na, aber Menschel, hat er immer zu mir gesagt, Menschel, hat er gesagt, was gehst denn auch zu den sozialistischen Mittelschülern? Du musst in Sektion gehen, hat er gesagt. Dort lernst du das wahre Leben kennen. Bin ich auch brav gegangen, war im Wirtshaus oben an der Ecke von der Ottergringer Straße, Eckbergsteiggasse. Aber dort hat es mir so auch nicht wirklich gefallen. Und die große Schwierigkeit war, weil eine Lateinlehrerin meiner Schule dort auch in der Sektion war. Und irgendwie haben wir uns da nicht zusammenfinden können. Ihr war es unangenehm, weil es war eine ganz schwarze Schule. Und mir war es auch unangenehm. Und Sie haben, weil Sie über die Frauen vorher, oder das Frauenbild, Sie haben am Weltfrauentag, am 8. März, in einem Interview eine harsche Zusammenfassung der Aktivitäten zum Thema Frauen abgegeben, indem sie gesagt haben, naja, außer am Binnen-I haben sie irgendwie nichts weitergebracht in der letzten Zeit. Wie sehen Sie das, Herr Kern? Naja, der Punkt ist ja, das ist in der Tat ein Thema, das, wenn man jetzt sozusagen wieder ins politisch-irdische zurück möchte, 38 Jahre nachdem die Johanna Donau Staatssekretärin geworden ist, hast du heute in Österreich noch ein Einkommensgefälle, für das es kein Verständnis geben kann. Nur das Dilemma bei der ganzen Geschichte ist ja, ich bin ja Anhänger dessen, zu sagen, analysieren wir genau, was die Probleme sind und versuchen wir Lösungen herbeizuführen. Und das ist ja der Grund, warum wir jetzt in diesem Plan A, jetzt auch Teile davon im Regierungsprogramm, ja nicht über die Quote geredet haben, sondern über solche Dinge wie Privatinsolvenz, über das Mindesteinkommen, weil da über 200.000 Frauen davon betroffen sind, die drunter liegen, weil das natürlich auch Freiheit bedeutet, wenn du ein eigenes Einkommen hast. Diese Thematik mit den Jobs für die 50-Jährigen, wir haben 35% der Frauen, die in Österreich aus der Arbeitslosigkeit in die Pension gehen, mit allen Konsequenzen für ihre Alterssituation. Meistens enden die dann mit Mindestrenten und wir wissen, was das bedeutet. Wir haben vorhin geplaudert, wenn du pflegebedürftig bist, Medikamente brauchst von einer Mindestrente in Österreich, hast du wahrlich kein besonders gutes Leben und das zieht sich durch bis zu dem zweiten Kindergartenjahr. Sie haben gesagt, Kindergarten gab es nicht. Das ist jetzt unser Ziel, jetzt haben wir für die Finanzierung gesorgt, dass wir ein zweites gratis Kindergartenjahr haben, einen Rechtsanspruch für alle Frauen von ihren Kindern von 1 bis 6, dass die dann die Möglichkeit haben, am Erwerbsleben teilzunehmen. Bei den Ganztagsschulen steckt dieselbe Idee dahinter. Jetzt kann man sagen, okay, aber es ist eine Familienmaßnahme. Wir wissen aber, wenn die Einkommen begrenzt sind, dann bleiben natürlich, wie bei der Frau Nöstlinger, die Frauen zu Hause, kümmern sich über die Kinder. Das ist heute noch der Status. Das heißt, meine Intention ist zu sagen, okay, versuchen wir ganz konkret die Dinge zu verändern und Schritt für Schritt zu verbessern dort,
wo es die Probleme gibt. Aber das ist ein langer, langer, langer Aufholprozess, der mir persönlich nur deshalb wichtig ist, weil ich habe 3 Jungs und eine kleine Tochter. Ich habe scherzhaft gesagt, ich möchte 10 Jahre lang in der Politik sein, danach muss das Leben anders wieder weitergehen. Dann ist meine Jüngste 19 und dann möchte ich von der nicht hören, warum sie weniger Möglichkeiten in dem Land hat als ihre Brüder. Und insofern ist das auch ein bisschen ein persönlicher Ehrgeiz, aber wir werden auch in den nächsten 10 Jahren nicht alle Probleme gelöst haben, aber ich glaube, die Richtung ist einmal vorgegeben. Ich denke mir auch, dass bei dieser Jugendfrage, Sie haben gesagt, Sie können für die jungen Leute, Sie können für Kinder schreiben, aber für die Jugendlichen nicht mehr, weil Sie deren Welt nicht verstehen. Ich weiß nicht, ob, so habe ich es nicht gesagt. Ich weiß mein nicht, Fehler. Ich weiß nicht, ob ich es noch kann. Ich fühl mich unsicher. 5-jährige, 6-jährige Kinder von vor 20 Jahren oder vor 40 Jahren ähneln heute den heutigen 5- oder 6-Jährigen noch ziemlich in ihren Emotionen, in ihren Ausdrucksweisen. Aber ob ich den richtigen Ton, es ist zum Beispiel ja wahnsinnig wichtig, wenn du für 13-, 14-Jährige schreibst, dass du ihre Sprache beherrschst. Ob ich den Ton halt noch trifft, ich bin mir unsicher. Vielleicht kann ich es noch, vielleicht kann ich es nicht, ich weiß es nicht, ich lasse es lieber bleiben. Wie alt sind Ihre Enkelkinder? Meine Enkelkinder sind 22 und 19, aber ich kenne es nicht sehr gut, meine Enkelkinder, leider, denn sie sind in Belgien aufgewachsen. Und ich habe sie 2-3 Mal im Jahr vielleicht oder 4 Mal auf 3-4 Tage gesehen. Und wenn wir uns gerade aneinander etwas nähern, sind sie schon wieder weg. Also. Ich glaube, Sie könnten das schon, weil was Ihre Bücher ja auszeichnet, ist, dass sie für Kinderbücher, finde ich jedenfalls, ganz schön komplex sind. Das ist eine Lebenswelt, die da beschrieben wird, sehr detailhaft, sehr lebensnah. Weil es gibt ja auch andere erfolgreiche Kinderbuchautoren, da wenn du ein Buch gelesen hast, weißt du, wie die 60 anderen sind. Also die konnte ich dann immer schon am Ende weiter erzählen, wenn ich es den Kindern vorgelesen habe. Ab Seite 20 war klar, dann kommt der Spaghetti-Monster um die Ecke und irgendwie löst sich dann glückselig auf. Also ich will jetzt keinen Namen nennen. Aber deshalb glaube ich, das ist ja das, was es ausmacht, nicht die Sprache, sondern die Fantasiewelt, in der das Ganze sich abspielt. Ja, aber wenn man für so 13-, 14-Jährige schreibt, dann schreibt man ja eher so richtig realistische Geschichten. Und da muss man schon die Sprache und das drauf haben. Nicht? Und die Jugendsprache. Die aber ist das so? Weil ich meine, ich kann aus meiner Erzählung sagen, ich habe diese Harry Potter Bücher verschlungen und zwar mit 35. Also Das kann man ja ableiten, dass das so lebensnah gar nicht sein muss. Nicht? Naja, aber dazu eigne ich mich nicht. Ich bin weder als Leser noch als Autor habe ich mit Fantasy irgendwas am Hut. Ich habe zwar für Kinder schon fantastische Bücher geschrieben, aber die beschäftigen sich ja eigentlich immer mit dieser Welt. Das einzige Buch, was ich nicht ausgelesen habe, war Der Herr der Ringe. Der ist bei mir kaputt gegangen, weil ich habe immer im Bett gelesen und dann ist er mal runtergefallen. Und bis er zerfledert war, also ich will gar nicht drauf schimpfen, das hat alles seine Berechtigung, aber ich habe weder passiv noch aktiv irgendwie die Fähigkeiten für Fantasy. Das liegt mir nicht. Bei Herr der Ringe. Die Welt ist so kompliziert, auf der ich lebe. Die will ich, wie gesagt, kennenlernen, obwohl es mir eh immer schwerer fällt. Aber dass ich mich jetzt mal in eine andere Welt mich versetze und dort diese Regeln und Gesetze kennenlerne, das liegt mir überhaupt nicht. Aber Sie haben eine gute Ausrede mit dem Herr der Ringe, weil ich glaube, das waren wie viele Seiten? 2.500. Ich lese gerade den neuen Martin Walser mit der Methode. Ich bin jetzt auf Seite 70, noch 50 Nächte und ich habe es durch. Na ja, für einen 90-jährigen Herrn, ja. Und wenn Sie schreiben, ist das eigentlich ein einsamer, haben Sie das als einen einsamen Vorgang wahrgenommen oder sind Sie mit den Figuren umgeben, die Sie gerade zum Leben erwecken?
Sie haben so viel geschrieben. Mit den Figuren umgeben. Naja, Sie wissen, was ich meine. Na, ich lache jetzt nur, weil mich einmal ein Reporter gefragt hat, das ist mir jetzt eingefallen. Ja. Der war bei mir im Waldviertel, wo ich ein Bauernhaus habe, und da hat er sinnen beim Fenster rausgeschaut und gesagt, da drüben beim Wald sehen Sie da Gnome und Zwerge? Also die und Ihre Antwort, nein, die sind im Zimmer, oder? War ein harsches Nein. Okay. Also die sehr Figuren, die umgeben mich nicht. Nein, aber was mich interessieren wird, haben Sie das Schreiben als einen einsamen Vorgang empfunden oder nicht? Ja, natürlich, zum Teil empfinde ich es einsam, klarerweise. Darum habe ich ja immer sehr gern für den Hörfunk gearbeitet oder fürs Fernsehen Drehbücher geschrieben, weil nach einer gewissen Zeit, wenn du immer ganz allein bei deinem Schreibtisch sitzt, hast schon Sehnsucht nach anderen Menschen und mit denen zusammen etwas zu tun. Aber wenn ich dann ein Drehbuch geschrieben habe und mit 10-mal mit irgendwelchen Redakteuren und Regisseuren besprochen habe, hat es mir auch wieder gereicht. Ja. Aber einsam ist natürlich, also abgesehen von den Anfängern, die ich, da war ich wirklich nicht einsam, weil ich immer 2 Kinder um mich hatte und die brachten 6 Freunde mit. Und meine Manuskripte, damals schrieb man ja noch auf Schreibmaschine, ich habe ja kein eigenes Zimmer oder sowas gehabt. Wir hatten eine 3-Zimmer-Wohnung, mühselig genug, eine Genossenschaftswohnung abgespart. Da war ein Kinderzimmer, da war ein Wohnzimmer und da war ein Schlafzimmer. Und ich saß mit meiner grasgrünen kleinen Olivetti in der Küche. Da war so ein Brettl und da saß ich und da schrieb ich. Und dann habe ich Butterbrot zwischendurch geschmiert und Gulasch gekocht. Und meine Manuskripte hatten immer Fettflecke. Also da war ich wirklich nicht einsam. Und wer hat Sie zum ersten Mal zum Lesen bekommen? Na, der Lektor. Niemand in der Familie oder nein, Freundin? Ich hätte meine Familie nicht damit belästigt. Nein. Und Kinder überhaupt nicht. Ich meine, was sollen denn meine, das wäre so oft gefragt, waren Ihre Kinder Ihre ersten Leserinnen? Nein, also das ist doch lächerlich. Ich meine, ich bin eine nette Mutter gewesen, es waren nette Kinder. Wenn ihnen das nicht gefallen hätte, die hätten doch nie zu mir sagen können, das ist ein Schmarrn, dann hätten sie müssen irgendwie freundlich reagieren. Nein. Wie ist es bei Ihnen mit der Einsamkeit? Ich denke mir manchmal, okay, man denkt sich so einen Plan A aus, man macht das für viele Menschen, man hat viele Berater, ich stelle mir zumindest vor, ein sehr schnelles und oft wirklich schwieriges Leben, und Sie sind der Kanzler dieses Landes mit ganz viel Verantwortung, wenn es spitz auf Knopf geht, ist man allein, oder? Naja, das bist du bei, das war jedenfalls mein Empfinden, in bestimmten Situationen, wenn du Verantwortung hast, ist das immer so. Nur jetzt erlebe ich das eher als Antithese dazu, sondern der größte Luxus sind einmal die Momente, wo du sagst, ich gehe jetzt einmal eine Stunde im Wald alleine laufen und höre mir damit meine Lieblingsmusik an. Also das ist eigentlich der wahre Luxus. Also du erlebst als Bundeskanzler eigentlich das Gegenteil, dass du ständig umrundet bist, dass du ständig auf irgendetwas reagieren musst, dass es ständig Erwartungshaltungen gibt. Und das natürlich dann auch im Privaten eine Rolle spielt, weil die Zeit für die Familie wird unglaublich knapp, und dann ist das natürlich auch ein Thema, wo du dann natürlich dich entspannst, wenn du Zeit mit der Familie verbringen kannst. Aber so dieser Moment, die Stunde, die Woche, wo du dann sagst, okay, ich schaue mir jetzt nur mal die Bäume an mit mir allein, das ist eher der Luxus, den man dann sucht vielleicht. Mhm. Und was, wenn Sie sozusagen in eine Fantasiewelt oder in eine Welt, wie die Frau Nöstlinger das macht, was suchen Sie da, um einmal ganz wegzukommen? Weil da
Walser ist vielleicht nicht ganz so entspannend, oder gibt es da was? Nein, ich muss sagen, ich bin ja ein großer Fan der Hörbücher und man versucht dann irgendwie, das heißt immer, Männer sind nicht multitasking-fähig, aber ich versuche das Gegenteil zu beweisen. Also wenn mit dem Kanu gefahren wird im Sommer oder lang gelaufen wird, dann ist immer irgendwie ein Hörbuch dabei. Mhm. Meistens ist das aber ehrgeizgetrieben, etwas, was mit Zahlen, Fakten, mit Biografien zu tun hat. Und insofern ist das jetzt keine besondere Fantasiewelt, wenn man so will. Mhm. Also der Anteil des Non-Fiktionalen ist mit zunehmendem Lebensalter ja grundsätzlich am Verschwinden, ist meine Meinung. Die Harry-Potter-Phase ist ein paar Tage vorbei. Okay, alles klar. Ihr erstes Buch, die feuerrote Friederike, kriegt Zauberkräfte und kommt in ein Land, wo alle frei und glücklich sind. Das war ja damals irgendwie so, weiß nicht, Kinderernstbloch, so ungefähr, dieses Land, das ich da beschreibe. Nicht? Könnten Sie irgendwie so eine Geschichte für die Sozialdemokratie auch schreiben? Mit Heldinnen und Helden und Zauberkräften? Das verstehe ich jetzt nicht. Ich habe in vielen... Entschuldigung, Verzeihung. In vielen Büchern kommen bei mir prächtige Großväter vor, die alte Sozial- oder junge Sozialdemokraten sind. Das gibt es eh. Also die, natürlich beeinflusst man, soweit man das überhaupt kann. Das mache ich ja nicht absichtlich. Es sind einfach meine Sympathien oder Antipathien, wenn ich eine Geschichte plane und mir dann handelnde Personen zurechtlege, dann natürlich verteile ich meine Sympathien. Und der sozialdemokratische oder sozialistische Opa oder die Oma, die ist bei mir eigentlich immer vorhanden, bitte. Ich bin ziemlich stolz darauf, dass ich das erste Arbeitergespenst Europas erfunden habe. Ne? Die Rosa Riedl, und die Rosa Riedl, bitte, die ist heute Sozialdemokratin. Und das steht auch drin, und das muss man nicht nur ahnen. Ne? Aber Sie wissen, wir haben eher ein Problem mit dem Nachwuchs. Also vielleicht könnten Sie uns da weiterhelfen. So ja, Maskottchen gibt es ja schon. Junge, knackige Gespenster, ja. Junge, knackige Gespenster. Ich glaube, männlicher Provenienz. Und okay. Ich glaube, um keinen Fehler zu machen. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Wir wünschen uns für die sozialdemokratische Bewegung lauter junge, knackige, männliche wie weibliche Gespenster. Und wenn Sie Anregungen brauchen, Herr Kern, dann können Sie sich sicherlich jederzeit bei der Frau Nöstlinger melden. Ja, ich habe hier noch unglaublich viele Themen von Europa bis Frauenbewegung bis sonst was. Ich glaube, das wird bei einer anderen Gelegenheit sein. Ich danke Ihnen allen sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Frau Nöstlinger, dass Sie gekommen sind. Vielen Dank, Herr Kern. Und Ihnen fürs Kommen, denen, die über Livestream dabei sind, danke fürs Zuschauen, und ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Abend. Vielen Dank. Danke schön.